Jugend eine Welt. Don Bosco. Heute wie gestern. Wir fördern Bildungsprojekte weltweit. Denn Bildung überwindet Armut. www.jugendeinewelt.at. Sie hören die Jubiläumssendung zu 25 Jahren Jugend eine Welt der Nichtregierungsorganisation. Und wir haben wieder einen Studiogast. Es ist Josef Loderbauer. Denn seit dem Jahr 2018 entsendet die Hilfsorganisation Jugend eine Welt auch qualifizierte Senior Experts auf Auslandseinsatz. Senior Experts sind Menschen mit Berufserfahrung, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den Dienst der guten Sache stellen wollen. Sie unterstützen im Rahmen ihres freiwilligen Einsatzes weltweit Bildungs- und Sozialprojekte. So auch der Oberösterreicher Josef Loderbauer, der als gelernter Elektrotechniker mit über 40 Jahren Berufserfahrung sein Wissen tatkräftig in einem Solarprogramm von Jugend eine Welt in Uganda einbrachte. Josef Loderbauer ist nun Gast bei uns im Studio. Er war bereits zweimal ehrenamtlich auf Einsatz in einem Don Bosco Berufsausbildungszentrum in Kamuli. Welche Aufgaben, Herr Loderbauer, haben Sie denn in dieser Zeit übernommen? Ja, ich war 2018 schon in Einsatz, wie das ganze Programm begonnen hat mit Jugend eine Welt Senior Expert. Und ich war zuerst einmal 3 Monate in Kamuli, ein Solarlabor zu errichten und einmal die ganze Fertigung so weit voranzutreiben, dass die wichtigsten Sachen geschehen sind. Und dann im März drauf, das ist ja 2019, März, bin ich dann wieder runtergefahren nach Kamuli und habe halt dann geschaut, dass die ganze Solarlabor, die ganze Solartechnik in Betrieb geht. Das war dann aber auch nicht nur Solartechnik, das Labor, sondern auch Lehrausbildung. Also es war ziemlich ein breites Programm, wo es auch darum gegangen ist, Partnerschaften zu finden mit anderen Schulen. In dem Berufsausbildungszentrum bekommen auch Jugendliche aus armen Verhältnissen die Chance auf eine Berufsausbildung und damit auf eine bessere Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Also in Kamuli, das ist ein Zentrum von den Salesianer, Don Bosco. Es sind dort 630 Studenten gewesen, also in 13 Berufen. Und ein Beruf ist halt dann Elektrotechnik, Elektriker. Und da haben wir speziell für Solartechnik eigenen Lehrgang entwickelt. Und ja, und das ist ja so, dass ja Gott mit Solartechnik sehr viel Anwendungsmöglichkeit besteht. Und das ist einfach ein Weg aus der Armut. Und es sind dort in der Schule sind auch sehr viele Leute, die, also Schüler, also Menschen aus Namugongo zum Beispiel, wo nur Straßenkinder von den Salesianern aufgenommen und betreut werden. Also auch solche Schüler sind dort. Das ist eine sehr breite Palette von jungen Menschen, die dort eine Ausbildung erfahren. Und die Berufsausbildung ist so wichtig, weil einfach das Weg aus der Armut ist. Es ist wichtig, auch eine Fachkompetenz der Menschen von Ort, dass sie auch einen Nachweis haben. Es ist ja so oft, dass bei der Berufsausbildung, ja, man sagt, okay, der hat einen Beruf, aber es ist auch wichtig, dass ein gewisser qualitativer Standard, dass da erreicht ist. Und es ist, gerade Solartechnik ist ja wirklich ein Bereich, der da in Uganda sehr gefragt ist. Also die Leute, die dort Ausbildung absolvieren, die bekommen auch sicher da eine Berufsmöglichkeit. Was können Sie uns denn sagen, was die größten Herausforderungen für Sie da bei diesem Senior Experts Einsatz in Uganda waren, Herr Loderbauer? Große Herausforderung. Also für mich war es so ein Moment, wo ich dann vor 600 Studenten gestanden bin, das einzige Weiße, und man dachte, boah, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Ja, und so ist halt die ganzen Begegnungen, die Kulturen, das ist eine riesige Herausforderung. Es ist auch das englische Schulungssystem, was ja für uns Österreicher nicht so ganz nachvollziehbar ist. Also es ist auch, bei mir war es dann die Gesamtkonzept dort machen, also mit Hilfe von Jugend eine Welt, mit der Projektleiterin Frau Irita Ubara, die hat da die ganze Koordination gemacht in der Vorbereitung und meine Aufgabe war dann die Ausführung. Und es war schon wirklich auch immer wieder mit den Menschen zu reden, zu begegnen, konstruktiv zu arbeiten und einfach auch die Auffassungsunterschiede, dass man dann, ich habe von ihnen gelernt und sie haben von mir gelernt. Also das war eine riesige Herausforderung. Und wenn man da so im Kontakt ist mit den Menschen, gibt es da berührende oder lustige Momente auch? Ja, eigentlich schon. Also es war, also berührend war für mich einfach,
die Gemeinschaft mit den Salesianern. Also ich bin da hingekommen, ein runder Tisch und 6 Salesianer sitzen da und dann ein 7. Sessel dazu und ich bin mitten unter ihnen. Und das war vom ersten Tag an schon so. Also die haben mich da wirklich da integriert. Ich meine, ich bin vielleicht gläubig, aber nicht so, dass ich Salesianer bin. Aber sie haben mich wirklich da mitgenommen, einfach in die ganze Gemeinschaft. Und dann ist auch immer wieder auch die wertschätzende Begegnung. Also das habe ich sehr viel erlebt. Also Leute suchen Kontakt und einfach auch gegenseitige Achtung geben. Zusammenarbeit mit dem Elektrotechniker Josef Anzolo ist der Name, der uns wirklich auch sehr konstruktiv und sehr engagiert mitgearbeitet hat. Es waren dann zum Beispiel, eine lustige Sache war für mich, ich arbeite da in Gmunden auch beim Traunsee-Marathon mit. Das ist also ein Bergrennen, ein Berglauf. Und da habe ich so ein Leiberl gehabt vom Traunsee-Marathon. Und das habe ich dort dem Pater Philipp geschenkt, weil das hat ihm gefallen. Und er hat dann selber einen Marathon dort organisiert mit 130 Teilnehmern. Und hat mich schon gefreut, dass ich einen Traunsee-Marathon erfahre in Uganda sehe. Das sind irgendwie so lustige Sachen, wenn man so sieht, wie eigentlich Leute aufeinander zugehen und miteinander leben. Jetzt muss ich Sie fragen, wie hat man denn in Ihrer Umgebung Ihr Engagement aufgenommen, wie Sie gesagt haben, das mache ich? Ja, also meine Familie steht dahinter, das ist einmal ganz eine wichtige Sache. Und ja, ich habe einfach auch vom Pensionisten, von Kollegen, habe ich gesagt, ich möchte noch was machen. Eigentlich war das eine sehr positive Sache. Was, du gehst da weg, du machst das. Und das war irgendwo auch für mich eine Bestätigung, ja, ich will das wirklich und ist. Ich muss sagen, es ist sehr breit mitgetragen worden. Das ist eine ganz wichtige Sache gewesen. Und wer sich jetzt da interessiert, weil er Ihre spannende Schilderung nun mitgehört hat, Herr Loderbauer, was würden Sie denn jetzt Hörern und Hörerinnen sagen, die sich für einen freiwilligen Auslandseinsatz mit Jugend eine Welt interessieren? Ja, wichtig ist einmal, wenn Sie wer interessiert, Kontaktaufnahme mit Jugend eine Welt. Sie haben ja auch vorhin schon die Adresse, die Internetadresse gesagt, für Jugend eine Welt, also da gibt es dann Kontaktmöglichkeiten und dann wird man eigentlich an die Projekte herangeführt und es ist nicht so, dass irgendwer was unbedingt genau das können muss, sondern es ist eine Palette da und das erweitert natürlich auch die Möglichkeiten. Und was mir ganz wichtig ist, was ich weitergeben will, es ist nicht nur, dass man sagt, man geht runter und hilft den Leuten. Ich habe das nie gesagt, ich gehe und helfe den Leuten, sondern ich habe immer gesagt, das ist eine Zusammenarbeit auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe. Und das ist einfach eine gegenseitige Bereicherung. Also für mich ist die ganze Aktivität, der Einsatz, eine riesige Bereicherung gewesen. Und da kann ich nur jeden Mut zusprechen und wirklich dazu motivieren, schaut euch das an, macht es, hört einmal, was es gibt und dann wird sich sicher was ergeben. Danke, Josef Loderbauer, fürs Kommen ins Studio. Und da noch einmal die Adresse der Website von Jugend eine Welt und zwar auch für die Senior Experts. jugendeinewelt.at/Senior Experts Austria, so lautet sie. Dort finden Sie die Informationen und gefördert wird das Programm von der ADA, der Agentur für österreichische Entwicklungszusammenarbeit.